22 ehemalige Weltentdeckerinnen standen am 22. November im Rahmen der Einfach-Weg-Messe im Logo Rede und Antwort. Dabei wurden ganz persönliche Erfahrungsschätze ausgetauscht. Ich bin Lilly, ich war ein halbes Jahr in Costa Rica und ich würde jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen, was einfach die beste Zeit meines Lebens war. Hallo, ich bin die Anna und ich war 2 Monate in Südafrika, habe in einem Township bei einer Gastfamilie gewohnt und war im sozialen und im sportlichen Bereich tätig. Ich kann das nur weiterempfehlen, weil ich über mich selbst hinausgewachsen bin, neue Verantwortung übernommen habe und einfach neue Leute, die neue Kultur kennengelernt habe. Und vielleicht jetzt auch viel besser weiß, was ich in meinem Leben machen will. Ich kann empfehlen, ins Ausland zu gehen, weil es einfach eine unvergessliche Erfahrung ist, die man dort sammelt. Es ist einfach unglaublich, wie sehr man sich selbst entwickelt, wie sehr man selbst dazu wächst, wie viele Menschen man kennenlernt. Und es ist eine Erfahrung, die man mit keinem Geld bezahlen kann. Es ist wirklich unvergesslich. Hallo, also ich bin die Tonja. Ich war diesen Sommer 2 Monate in Sri Lanka und habe dort ganz viele verschiedene Projekte als Freiwillige gemacht, also von Altersheim bis Babywaisenhaus. Ich würde sagen, Freiwilligenarbeit ist was ganz Tolles, weil man ein Land auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt. Es ist einfach eine ganz andere Art zu reisen und man taucht wirklich in die Kultur des Landes ein bisschen ein, lernt auch unter anderem viele Leute kennen und genau, für mich war es einfach etwas, was ich schon immer machen wollte und bin froh, dass ich es gemacht habe, würde es jederzeit wieder machen und kann es nur empfehlen. Also ich bin die Lisa und ich war für ein Jahr in Schweden. Hallo, ich bin die Paula, ich war ein Jahr in Argentinien. Hallo, ich bin die Elisabeth, ich war in Brasilien und ich finde, man sollte unbedingt einen Auslandaufenthalt machen, wenn man den Horizont erweitert, ein zweites Leben im Ausland anfängt und ganz viele Leute kennenlernt aus der ganzen Welt. Hallo, also ich bin die Kathi, ich habe Highschool hier in Australien gemacht mit 15, war dann mit 19 Erasmus-Semester in Frankreich, in Bordeaux, war dann noch einmal in Australien, war dann ein Auslandssemester in Texas. Couchsurfer, Reisiger und kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, dass ihr ins Ausland geht, macht es, es macht sich auf jeden Fall bezahlt, es ist eine gute Erfahrung, es macht mega viel Spaß und ihr habt einen positiven Punkt im Lebenslauf.